Euer Majestät, ich bringe Nachricht aus dem Norden von der Chalia-Halbinsel. Wikinger aus Nalindir haben die Nordküste angegriffen und der Handel ist zum Erliegen gekommen. Wir müssen die Dörfer an Chalias Küste vor den Angriffen dieser ruchlosen Wikinger schützen. Das Kloster von Ryan Over the Sea befindet sich ebenfalls dort. Der Bischof ist ein alter Freund von mir und ich sorge mich um ihn. Wenn es uns gelingt, hier eine Siedlung zu errichten, werden wir sowohl die umliegenden Dörfer als auch das Kloster versorgen und beschützen können. Sobald wir unsere Stadt erbaut und das Gebiet gesichert haben, werden wieder Handelsschiffe in den Schutz des Hafens einlaufen können. Die Wikinger haben selbst vor den Klöstern nicht Halt gemacht. Schickt mich, und sie werden für ihr schändliches Tun bezahlen. Euer Majestät, Lady Alandra ist weise. Doch diese Nordmänner wird nur ein starker Arm zurückschlagen. Ich erwarte eure Entscheidung, Euer Majestät. Der direkte Weg ist immer der beste. Hier sollten wir unsere Siedlung errichten. Wenn wir erfolgreich sind, werde ich schon bald Landvogt von Chalia sein. Thank you.
Nun, da wir eine Farm gebaut haben, benötigen wir auch Felder, auf denen das Getreide wachsen kann. Wählt die Getreidefarm an und klickt auf die Schaltfläche Kornfeld. Legt das Feld in der Nähe der Farm an. Gut gemacht. Nun können unsere Bauern auf den Feldern Getreide ernten. Sofort! Jawohl. Wir danken für euren Besuch. Gern würden wir mit euch Handel treiben. In ganz Schalja findet ihr keine bessere Wolle und keinen frischeren Fisch. Jawohl. Sofort! Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her.